In diesem kurzen Video möchte ich gerne demonstrieren, wie es möglich ist, von GitHub ein Git-Repository auf mein lokales Dateisystem zu klonen und dieses Git-Repository dann innerhalb von Eclipse anzuzeigen. In meinem GitHub-Repository gibt es die diversen Java-Dateien und ich möchte gerne diese Java-Dateien in meinem lokalen Eclipse haben, um mir diese Java-Dateien zunächst einmal anzuschauen. Hier habe ich die Seite des Apache JSP Wiki GitHubs geöffnet und ich sehe hier, dass unter Branch diverse Branches vorhanden sind und ich möchte nun gleich hier unten den Develop Branch auschecken. Dies tue ich, indem ich hier auf der rechten Seite auf den grünen Button Clone or Download gehe, darauf klicke und dann wird mir hier die URL des Git-Repositories angezeigt, nämlich github.com/apache/jspwiki.git. Diese URL muss ich nun in meine Zwischenablage befördern und das tue ich ganz einfach, indem ich auf dieses rechte Symbol daneben klicke. Das habe ich getan und damit sind schon auch alle Dinge, die ich im Browser machen muss, getan und ich kann den Browser schließen. In meinem Eclipse muss ich nun natürlich hingehen und zunächst in die Git-Perspektive gehen, um in der Git-Perspektive in der Lage zu sein, auch Git-Repositories zu klonen. Das tue ich, indem ich hier oben rechts auf dieses Symbol klicke und es öffnet sich dabei auch sofort die Perspektivenauswahl. Ich klicke auf Git und dann auf Open und dann bin ich in der Git-Perspektive. In der Mitte links gibt es die Möglichkeit, ein Git-Repository zu klonen. Ich wähle das aus und erhalte diese Maske. Hier ist schon die URL, die in meiner Zwischenablage vorhanden war, eingetragen. Und ich kann ganz einfach, da ich auch keine Authentifizierung hier benötigte, um anonym dieses Repository herunterzuladen, kann ganz einfach hier auf Next klicken. Eclipse geht mir nun hin und holt mir sämtliche Branches, die in diesem Git-Repository verfügbar sind, herunter zur Auswahl. Ich möchte allerdings nicht alle herunterladen, sondern nur den Develop-Branch. Deswegen deselektiere ich zunächst alle und gehe dann hier an das Ende der Liste und wähle mir nur den Develop-Branch aus. Ich klicke auf Next. Und dann habe ich eine Maske, wo entsprechend dieses Repository hingeklont werden soll und wie auch der Remote-Name sein soll. Origin ist hier standardmäßig eingetragen. Ich klicke einfach auf Finish, um diese Werte so zu übernehmen. Nun passiert es und von GitHub wird mir mein Repository auf das lokale System heruntergeladen. Es wird ein entsprechender Klon mir lokal auf meinem Dateisystem angelegt. Das dauert ein bisschen, denn das JSP Wiki ist nicht gerade klein, sondern ein etwas größeres Projekt schon. Alle Dateien müssen nun über meine Internetverbindung übertragen werden und lokal angelegt werden. Wenn dies geschehen ist, sehe ich hier oben links ein JSP Wiki Repository. Dies kann ich öffnen und sehe hier Branches, Tags und auch Remotes und References. Das Wichtige allerdings ist hier der Working Tree, das was ausgecheckt ist und worauf dann Eclipse Zugriff hat. Darauf kann ich mit der rechten Maustaste klicken und kann nun sagen Import Projects. Es wird mir hier nun detektiert, welche Projekte, vor allen Dingen welche Maven-Projekte hier drin vorhanden sind. Das kann ich nun einfach akzeptieren, indem ich auf Finish drücke und dann werden mir die Maven-Projekte nun hier in mein lokales Eclipse aus dem geklonten Git-Repository mit hinein importiert. Nachdem dies fertig ist, sehe ich natürlich diese Maven-Module jetzt nicht, sondern ich muss zunächst auf die alte Perspektive hier oben wechseln. Das tue ich und sehe dann hier die einzelnen Maven-Module
wie sie mir gerade entsprechend angelegt worden sind. Dies sind die Maven-Module, die aus dem GitHub-Repository gekommen sind. Um mir jetzt tatsächlich die Java-Dateien von JSP-Wiki anschauen zu können, klicke ich auf das JSP-Wiki-var, weil hier die Dateien entsprechend drin die meisten vorhanden sind. Ich klicke auf Source Main Java, finde hier auch das Package und dann findet man hier zahlreiche Dateien, die man sich nun anschauen kann und untersuchen kann.